19 zum Preview-Podcast zum Auswärtsspiel in Fürth, wo ich sag es ein 17. Mal, auch dabei bin. Richtig Bock drauf, Auswärtsspiel ist da, richtig Bock. Gegen den aktuell Tabellensechsten. Ich tue mir das jetzt gar nicht an und gucke, ob da jetzt irgendwie am Freitag, da fail ich eh wieder rein, zum Freitagsspiel gibt. Ja, Fürth könnte überholt werden noch am Freitag, aber wir sagen jetzt mal Fürth ist Sechster, also quasi dieselbe Ausgangslage wie am Wochenende, weil Regensburg da, glaube ich, auch Stand des Wochenends quasi. Sechster war, bevor wir gegen die gespielt haben. Ja, das ist mal wieder ein Auswärtsspiel oder so, wieder mal ein Spiel wie so ziemlich alle jetzt, wo du halt zunächst einmal nicht verlieren darfst. Das ist, glaube ich, relativ klar. Das sollte nicht passieren, weil auch an dem Wochenende vor allem sehe ich es nicht, dass Bielefeld oder Hamburg strugglen oder vor allem Bielefeld nicht. Die spielen zu Hause gegen Wiesbaden. Meine haben wir auch gestruggelt. Vielleicht kommt da ja auch so eine komische, kuriose Partie raus. Aber ich sehe es einfach nicht. Ich sehe es einfach leider nicht. Bielefeld ist so eine komische Mannschaft. Die gibt einfach einen Scheiß drauf, dass sie irgendwann mal auch irgendwie einbrechen. Ich habe echt das Gefühl, die geben einen Scheiß drauf. Die machen das nicht mehr. Der HSV allerdings spielt in Aue. Die sind zu Hause ziemlich stark. Auch wenn sie jetzt, glaube ich, vor kurzem irgendwie eine Heimniederlage bekommen haben, die erste der Saison. Aber an sich sind die heimstark. Haben auch uns VfB und Bielefeld jeweils ein dreckiges 0-0 abgekämpft quasi. Das darf Aue gerne mit Hamburg machen. Und wenn wir in Fürth gewinnen, weißt du, so prognosemäßig, hätten wir dann 47 Punkte. Und Bielefeld, wenn sie gewinnen, 50. Und der HSV hätte 42. Das wäre natürlich schon... Huh! Alter, ich hab's so noch gar nicht durchgerechnet. Aber junger Vater, das wäre schon ziemlich sexy. Das wäre schon ziemlich sexy. Wenn der HSV dann nur einen Punkt holt in Aue, was ja durchaus nicht mal irgendwie eine krasse Vereinsbrillenprognose ist, aber in Aue ist nun mal schwer. Da haben Bielefeld und wir auch 0-0 gespielt, also ist die Möglichkeit da, dass der HSV da auch 0-0 abgekämpft bekommt. Und die Chance ist da, dass Bielefeld sonst gegen Wiesbaden gewinnt sowieso, die haben vor allem 50 Punkte nach dem Spieltag. Und wir dürfen es uns einfach nicht nehmen lassen, auswärts bei Fürth zu gewinnen. Sie sind Sechster, haben sie aber letzten Spiele 1-1 in Wiesbaden, 2-4 gegen Bielefeld zu Hause verloren. Da steht den direkten Vergleich, wie man in Fürth gewinnen kann. Zu Hause 1-3 gegen Hannover verloren. Digga, die haben zu Hause gegen Hannover verloren. Und dann haben sie in Regensburg gewonnen, 2-0 zu Hause gegen Pauli gewonnen. Da war es ganz gut. Und Kuck auch hat zu Hause gewonnen gegen Fürth und weiter nach vorne brauche ich nicht. 1-5 vom KSC gewonnen. Also die letzten paar Spiele haben die allesamt verloren. Das wäre natürlich wieder der perfekte Zeitpunkt, um so eine Serie zu brechen, wenn der VfB kommt. Logisch. Kennen wir ja auch. Aber ich bin jetzt einfach mal gerade so optimistisch, auch weil ich da einfach auswärts mit dabei bin und da einfach nicht wieder so beispielsweise so einen Scheiß sehen will wie in Sandhausen, wo du dann so dumm verlierst. Sondern lieber sowas sehen würde wie in Regensburg. Ich habe ja jetzt einmal Niederlage, einmal Sieg auswärts erlebt, diese Zweitliga-Saison bisher. Einfach mal so ein Spiel wieder wie in Regensburg, wo wir lange Zeit eigentlich relativ gut dominiert und am Ende halt einfach schlicht und ergreifend gewinnt, auch wenn es ein bisschen enger am Ende war, vom Ergebnis her, als das Spiel eigentlich war. Einfach gewinnen Fürth auswärts. Das ist ja nicht mal irgendwie ein krass herausfordernder Wunsch oder sowas, aber du kannst in Fürth gewinnen. Man sieht es. Ich nehme es mir immer gerne mein Beispiel. Bielefeld gewinnt 4-2 in Fürth, haben da glaube ich auch 4-1 geführt oder so, das war kurz vor Schluss noch das 4-2, also zählt es ja quasi, nehme. Hannover gewinnt in Fürth mit 3-1. Wenn das nicht die Zeichen sind dafür, dass du in Fürth gewinnen kannst, dann weiß ich es auch nicht. Einfach in Fürth gewinnen, alles andere will ich auch nicht sehen am Wochenende, unschieden von mir aus, aber wenn wir in Fürth verlieren, dann nein, Alter. Also vor allem, wenn es in so Spiele geht, wo man live dabei ist, das willst du nicht. Das willst du einfach nicht. Und in Fürth ist einfach möglich, in Fürth zu gewinnen. Ich schaue mir hier jetzt mal wie immer meine Statistik durch. Wir haben zu Hause gegen Fürth gewonnen. Und wenn ich jetzt mal so durchgehe, ja, auswärts in Fürth ist so ein absolutes Hin und Her. Also ein Hin und Her im Sinne von,
dass wir mal gewinnen, dass Fürth mal gewinnt, aber so vom Gefühl hat Fürth noch ein paar Mal öfter zu Hause gegen uns gewonnen, als wir in Fürth gewonnen hätten. Hier 1-0-Sieg für Fürth zu Hause, dann haben wir 1-0 gewonnen bei Fürth. 0-0, dann hat Fürth, aber das sind schon 1976, also die letzten Ergebnisse quasi im Pokal 2-9 haben wir verloren. 2-12 haben wir gewonnen in Fürth. Und dann in der letzten Abstiegssaison 16-17 haben wir in Fürth verloren mit 1-0. Aber das war auch schon sehr unglücklich. Habe ich einmal wieder davor geschaut, ob ich noch irgendwelche Sachen habe von der Saison, ne? So ein Videomaterial für den Trailer. Und da gab es nur das Siegtor von Fürth und dass wir ein Abseitstor oder ein Tor von Terodde damals aberkannt bekommen haben. Wegen Abseits, was kein Abseits war. Genau, zu Hause gegen Fürth haben wir ja gewonnen, das 2 zu 0. In der Aufstiegssaison haben wir da auch 4-0 gewonnen. Ah, ja. Ist jetzt kein Spiel, wo ich sagen würde, da verlieren wir ständig auswärts. Aber zumindest mal nichts, wo ich sagen würde, dass wir da eine Statistik im Rücken haben, dass wir da auf jeden Fall gewinnen. Also statistisch, ja, sieht es mehr auf Heimsieg Fürth. Aber das, wie gesagt, ist ja nur mein Getue mit der Statistik. Er weiß sich aber öfter ja als richtig die Statistik und führt sich oft weiter. Aber du musst halt schlicht und ergreifend und Fürth gewinnen, wenn du da oben aktiv dabei bleiben willst. Weil, wie gesagt, das ist ja keine krasse Rechnung oder sowas oder keine krasse Prognose. Aber wenn das wirklich so kommen würde, dass der HSV nur unentschieden spielt und wir gewinnen in Fürth, was ich mir wünschen würde. Ich bin dabei, ich habe Bock drauf, ich will einen Auswärtssieg sehen. Fertig aus. Und unter Matarazzo habe ich auch die Hoffnung, weil wir gerade das Spielglück haben, dazu. Sie jetzt gegen Regensburg, wo die Tore einfach richtig fallen. Am Ende war es natürlich verdient, klar. Also jetzt, wir haben Spielglück, aber an sich quasi ist es kein Glück, dass wir die Spiele gewinnen, sondern schon verdient. Selber auch in Bochum, aber da hat man auch das Spielglück, dass der da halt, wenn wir selber zu blöd waren, das Tor zu machen, aus den größeren Chancen. Dann spielt uns halt der Bochumer den Ball in die Füße. Das meine ich jetzt damit. Denn dann, wenn wir auswärts gewinnen, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe, weil ich einfach die Situation gerade allgemein so positiv sehe, ich bin ja eigentlich eher der ein bisschen negativer geht und sagt, ja gut, auswärts sind wir nicht so geil unterwegs, dann wird das halt wieder so eine dumme 0-1-Niederlage oder so, obwohl es gerade gut läuft und bla bla bla. Aber ich sehe es einfach gerade, dass wir diesen Auswärtssieg da jetzt auch holen Fürth. Und Bielefeld gewinnt gegen Wiesbaden zu Hause fertig aus. Da HSV nimmt, meine Prognose, nur einen Punkt mit aus Aue. Dann haben wir einfach 5 Punkte Vorsprung auf den HSV auf 2. Und dann immer noch 3 Punkte Abstand auf Bielefeld. Die kommen die Woche später nach Hause zu uns. Oder auswärts zu uns. Zum Heimspiel Montagabend. Dann besiegt man die wieder zu Hause hoffentlich. Das ist fast sogar, das ist mein Wunsch fast sogar noch größer, dass wir diese Heimspiele gegen Fürth. Gegen Bielefeld und gegen den HSV auf jeden Fall mal nicht verlieren zu Hause und eigentlich auch gewinnen sollten. Fast ist der Wunsch fast genau gleich groß, wie das, wenn ich schon mal auswärts dabei bin. Gut, ich bin ja so ziemlich bei allem oder ich versuche bei allem dabei zu sein, wo ich von der Entfernung her auch gut hinkomme. Aber wenn ich jetzt mal in dem Beispiel einmal auswärts dabei bin, dann will ich es einfach auch einen Sieg sehen. Und deswegen ist da, glaube ich, der Wille, dass man da gewinnt, etwa gleich groß, dass wir da in Fürth jetzt gewinnen, geiles Auswärtsspiel sieht, aber dass wir auch zu Hause diese Scheißspiele nicht. Wir haben einfach, wenn ich gerade so durchgehe, wir haben einfach zu viele wichtige Spiele. Und man ist einfach zu sehr VfB-Fan, als dass man sich da irgendwie in Sicherheit wägen kann, dass man zu Hause gegen Bielefeld oder und HSV gewinnt. Und jetzt halt auch am Wochenende in Fürth, obwohl eigentlich alles möglich ist und doch alles drin sein sollte im Normalfall. Aber man ist einfach zu sehr VfB-Fan, als zu wissen, dass einfach auch mal wieder eine Scheißphase reinballern kann, wie jetzt unter Walter, da wo wir gefühlt kein Spiel gewonnen haben oder halt ständig unentschieden oder vor allem auswärts nicht gewonnen haben. Und dann auch so eine schlechtere Phase und dann in dieses, das war glaube ich, der Vorreiter da mit Wiesbaden 0-1 und dann, nee, nicht 0-1, war es 1-2 und dann gegen Kiel 0-1 zu Hause verloren. Und dann gehst du mit solchen Ergebnissen zum HSV, verlierst da 6-2 und da ist einfach die, sag mal, die Hoffnung gerade nicht so. Sie ist eigentlich da, aber man hält sie, oder ich halte sie noch ein bisschen zurück, so als geprägter VfB-Fan, dass man da wirklich so eine absolute positive Sieges- oder zumindest mal Nicht-Verlier-Serie startet, wie man es jetzt eigentlich starten muss. Mit Fürth, dann kommt Bielefeld, da ist, glaube ich, noch 2 Spiele dazwischen oder so, oder einen Monat auf jeden Fall dazwischen, 4 Wochen, dann kommt der HSV nach Hause.
Dann hast du auch irgendwann das Derby auswärts. Ich habe einfach zu groß diese Gefahr, dass du irgendeins von diesen Spielen einfach reinkackst. So. Aber wenn das wirklich so passiert, HSV nur einen Punkt mitnimmt, was ja alles nicht unrealistisch ist, nimmt einen Punkt mit. 42 Punkte. Wir holen einen Sieg in Fürth. Bielefeld und einen Sieg gegen Wiesbaden. Dann haben wir 5 Punkte auf den HSV. Die haben 8. Fucking 8 auf Bielefeld. Und dann die Woche drauf gewinnen wir gegen Bielefeld zu Hause, sind Erster und haben dann auf den Dritten, je nachdem, was der HSV macht, dann auch, ja, keine Ahnung, 5 bis 8 Punkte. Weiß, hab ich das richtig gerechnet? 8 Punkte, auf jeden Fall extrem viel auf den Dritten. Mehr als nur diese typischen 2, 3 Punkte, wie es eigentlich gerade ist. Das wäre halt zu krass. Es kann noch passieren, es wird passieren, wenn ich optimistisch bin. Aber man versteht, glaube ich, die leichte Zurückhaltung, was das angeht. Ich hab jetzt eh schon hier gedoppelt und gedreifacht dasselbe gesagt hier. Aber es gibt auch gerade nicht mehr wirklich großartig viel zu sagen, weil ich nicht viel Ahnung habe von den Gegnern und mich da jetzt auch nicht großartig reinlese oder reinschaue in die Zusammenfassungen von Fürth in den letzten 12 Spielen oder sowas. Einfach nur hier einfach rauslaber, wie meine Sicht auf diese Spiele ist. Und da kommt es aber gerade nicht dran vorbei, immer zu sagen, ja, du musst gewinnen, diese Scheißspiele, du musst so eine Siegesserie losreißen, du musst aber immer zurückrudern, weil du genau den VfB kennst und genau weißt, warte mal, starten wir wirklich eine Siegesserie? Ist das der VfB? Koten wir nicht einfach mittendrin irgendwann mal voll rein mal wieder? Und dann natürlich auch das alte Leid, du musst zu Hause gegen Bielefeld und Hamburg gewinnen. Du musst bis zum Schluss einfach versuchen, gefühlt nichts mehr zu verlieren, um wirklich aufzusteigen. Und das ist, keine Ahnung. Das wirkt einfach nicht VfB-like. Deswegen dieses ständige Hin und Her auch im Kopf und was ich hier gerade die ganze Zeit laber. Dann schreibt mir eure Prognose rein zum Auswärtsspiel in Fürth. Da gibt es dann wieder den Vlog. Hoffentlich dann diesmal auch funktionierend mit diesen scheiß GoPro MP4-Dateien und nicht so komisch verkackt wie gegen Regensburg. Ja, wie gesagt, wie immer, allgemein zum Podcast, zum Kanal, zu irgendwelchen Sachen. Und dann bedanke ich mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.